Einen wunderschönen guten Morgen an alle Teilnehmer. Ja, mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen im Namen von FX Flat zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger. Bevor wir starten, die obligatorischen Hinweise die obligatorischen Risikohinweise. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Und die Meinung des Referenten muss nicht immer der entsprechen von FX Flat. Ja, Timo, du hast recht. Heute ist der 15. Mein Fehler. Und Lutz, warum ich mit dem Foto vom Nelson arbeite, ganz einfach, der Nelson sieht besser aus, muss man ganz klar sagen. Ja? Okay. Ich übergebe an Dirk. Ja, Dirk ist startklar. Ja? Der war gut. Okay. Ja, da freut sich der Nelson, falls er zuhören sollte. Ich glaube nicht, dass er zuhört. Du. Der ist im Urlaub. Der ist im Urlaub. Ja, So, das viel sind Spaß. so, ja, endlich hier mit etwas Verzögerung. Ich hoffe, ich muss hier nicht noch mal irgendwie zwischendurch irgendwas switchen und sage an der Stelle mal ganz entspannt. Zumindest soll es ja so wirken. Hier erstmal guten Morgen und herzlich willkommen hier zum Live-Trading mit FX Flat und meiner Wenigkeit zur Markteröffnung. Heute mit ein bisschen Verzögerung. Dafür nochmal sorry von meiner Seite. Das Internet wollte heute Morgen nicht so, wie ich wollte und das hat mich hier so ein bisschen Zeit gekostet. Gestern noch jemand gesagt, ja, alles vorbereitet für morgen, ist super entspannt, habe ich morgen früh auch keinen Stress. Muss ich auch nicht allzu früh aufstehen. Ich bin ja nicht so der Frühaufsteher in letzter Zeit. Und ja, ne, aber so viel dazu. Dann kommt die Realität und dann sieht alles wieder ganz anders aus. Ja, zu den Märkten. Ich gehe dann auch gleich mal rüber, damit wir da auch nicht allzu spät sind. Jetzt hier um 9 Uhr, wenn die ganze Geschichte losgeht. Ich habe natürlich da so ein paar Ideen, was der Markt machen könnte. Aber was man gestern ja schon gesehen hat, und das war halt auch sichtlich irritierend, ist halt so also wird die Korrelation DAX, DAO komplett auseinander. Das heißt, DAX nur runter gestern, DAO nur rauf. Das ist natürlich schon ein bisschen speziell. Und weil ich versuche ja schon immer eigentlich so den DAO-Halter auch mit einzubeziehen in die Überlegungen. Also wenn ich halt den DAX halt entsprechend handle und das hat gestern irgendwie so überhaupt nicht funktioniert. Und ich hatte auch sogar noch leider einen Overnight Short gemacht und hätte nicht gedacht, dass der jetzt oben noch gefischt wird, würde aber gerade. Aber gut, so ist es halt. Dafür ist der Trade davor ja halbwegs aufgegangen, bin auch nicht so wie geplant. Der Short Trade, also ich war ja halt eigentlich nur Short im DAO unterwegs, war natürlich dann halt ein bisschen schwierig. Der hat zwar schön reagiert gestern Abend noch, aber dann entsprechend halt wieder auf Anfang gelaufen und jetzt sogar drüber. So, ich gehe jetzt aber mal hier direkt aufs Bild, damit wir uns das mal hier zusammen angucken, wovon ich hier rede und was ich da halt auch vorhabe heute. So, und zwar, ich hatte im Blog auch, ich gehe mal ganz kurz zuerst mal auf, ja, wir haben noch 5 Minuten, ich muss ein bisschen Gas geben, aber ganz kurz zuerst mal auf den DAO. Also hier auf der rechten Seite sieht man es ja, ich gebe es hier auch gerade mal frei. Im Live-Chart hier während des Webinars, auch wie gesagt, für diejenigen, die jetzt keine Lizenz für das Live-Chart haben, können das dann aber auch sehen, was ich halt gezeigt habe. Das ist ja normalerweise überhaupt nicht mein Stil. Hier schräge Linien, das findet man bei mir höchst selten. Aber hier an der Stelle hat es halt mal Sinn gemacht, damit man halt mal einen anderen Blick entsprechend bekommt für das, was da halt passiert. Und da sieht man halt zum Beispiel, wo ich halt gesagt habe, ich habe keine Ahnung, wie der DAO das nach Norden auflösen will, möglicherweise als Flagge, aber halt eben nicht so, ne? Also das habe ich jetzt auch im Blog noch geschrieben gestern, dass ich da halt nicht dran glaube, dass das halt einfach so funktioniert. Und also was man hier sieht, ne, ist halt einfach so ein Kanal. Also wie gesagt, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ansatz. Ich habe aber früher solche Geschichten gerne mal gehandelt. Und deswegen ist mir das natürlich auch nicht ganz fremd. Kann man ausnahmsweise mal zeigen, ja. Der Ingolf schreibt schon schräge Linien, schräge Typen, das stimmt. Infolgedessen müsste ich eigentlich immer schräge Linien haben, aber
ist natürlich nicht der Fall. So, was man halt hier sieht, ne, er hat das zumindest mal halt irgendwie versucht. Ja, also hier im Stundenchart, das heißt, wir haben halt hier so einen Ausbruch. Ich halte den für einen Fake, diesen Ausbruch. Mit hier auch mit einem Aufsetzer auf dieses Level. Und was mir aber fehlt hier auf der Unterseite, das ist halt, also dieser Dip unten aus dem, was auch immer, Kanal, keine Ahnung, das ist mir irgendwie suspekt, ja, dass das halt so laufen soll, ohne irgendwie ein neues Tief auf der Unterseite. Deswegen glaube ich halt, dass wir halt hier sind wir am Tageshoch von vorgestern, knapp drunter. Ich habe auch hier mal einfach Fibos eingezeichnet, da sieht man ja auch, reagiert es ja gerade ziemlich deutlich. Und ich glaube halt einfach, dass wir halt hier nochmal runterfallen und dann halt in das Ding auch nochmal reinfallen. Und weil mir halt einfach, wie gesagt, dieser Dip, den wir halt hier haben, so einen bräuchten wir eigentlich, finde ich, um halt da oben rauszulaufen, bevor es halt überhaupt die Chance hat dazu. Und der wäre halt meines Erachtens hier in dem Bereich zu suchen, also irgendwo rund 1000 Punkte tiefer, wenn das überhaupt gelingen soll. Also es ist natürlich jetzt erstmal natürlich nur eine Annahme, aber so kenne ich das halt eigentlich, dass solche Bilder so halt eben eigentlich nicht auflösen. Und deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn wir jetzt halt hier, was man ja sieht im, also nochmal im Stundenchart, ne, das halt hier die Hochs von gestern, wenn das jetzt hier einfach nur nochmal eine Runde Fishing wäre auf der Oberseite und wir jetzt eben doch nochmal halt darunter fallen, dann würde auch der DAX nochmal hier entsprechend in die Korrelation zurückkommen, weil ich für den halt natürlich halt auch eine Idee habe, wie das halt laufen könnte. Und das werden wir jetzt gleich sehen, ob ich da halt richtig oder falsch liege, was den halt angeht. Und zwar, also wie gesagt, dass der Dow jetzt mal im groben Überblick hier im Stundenchart ganz klar im Abwärtstrend. Wir haben keine neuen Hochs an der Stelle. Von daher ist das alles sauber. Jetzt könnte man natürlich, ne, deswegen mag ich keine schrägen Linien. Jetzt könnte man ja hingehen, könnte sagen, ja gut, da baue ich mir auch noch einen Kanal, ne, und da ist jetzt auch noch drüber ausgebrochen. Ja, da habe ich nachher alles voll mit Linien und das ist aber halt für meine Begriffe irgendwie nicht so ein glücklicher Ansatz, wie sowas halt funktioniert. Also kann natürlich jeder machen, wie er will, aber ich finde es halt nicht wahnsinnig übersichtlich und bin auch der Meinung, der Markt hält nichts von linearen Bewegungen. So, im DAX, was wir da halt gesehen haben gestern, und da hatte ich halt auch letzte Woche schon gesagt, ich erwarte da schon nochmal einen zweiten Anlauf auf die 13.329. Die haben wir halt gestern gemacht. Ja, schöner Anlauf da oben hin in die rote Zone. Weil generell, hier mal vom Überblick, das gebe ich auch mal gerade frei für das Live-Chart-Add-on ohne Lizenz. Generell, was man halt hier halt sieht im DAX ist, und das hatte ich, letzte Woche hatte ich die schon gezeigt, einmal unten halt, also einfach nur eine Range, ja. Ja, genau, jetzt kommst du hier mit neuer Version. Unten halt eine Range und die einfach reicht von hier 12.800 irgendwas hoch bis in diesem Bereich 12.300. So, und da hatten wir letzten Tag so einmal so einen üblen Anstieg und da hat er aber nichts anderes gemacht, als einmal die Range komplett an einem Tag zu durchlaufen. Das war's. Ja, und da ist, dass da kein Long mehr nachkommt, war für meine Begriffe eigentlich klar. Also ich meine, ich bezeichne ja nicht etwas als Range und sage dann nachher, nee, ist ja doch ein Trend. Ne? Und von daher wundert mich überhaupt nicht, dass wir gestern da halt oben auch nochmal gescheitert sind, weil halt natürlich die 13.329 halt einfach bekannt ist für Volumen und auch meistens halt eben nach unten reagiert hat. Und deswegen ist das hier nicht weiter verwunderlich, das ganze Gebilde. Und um da oben auszubrechen, beziehungsweise ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt da oben ausbricht. Für mich ist das hier alles Range. Da ist nichts mit Trend. Und deswegen würde ich da auch immer tendenziell auf der Unterseite Long, Oberseite Short. So, bis die ganze Geschichte aufgelöst ist. Und das wird nicht mal eben passieren, indem man hier oben über das Gap war das hier oben bei 13.450 etwa. Da sollte der nicht einfach mal drüber laufen, als wäre da nichts. Was ich jetzt so ein bisschen vermute für die Eröffnung ist Folgendes oder generell halt für heute, dass wir halt nochmal ein Stück weit hier hochlaufen, dass wir diese Hochs hier auch rausnehmen. Das sollte ja eigentlich schaffen an die 241. Hier oben dem Bereich A ist das jetzt erstmal eine Linie bei mir aus dem Block, beziehungsweise halt generell aus meinem Bild und halt hier nochmal ein Stück weit reinlaufen und dann entsprechend kein neues Hoch machen, irgendwo hier dazwischen scheitern und dann halt nochmal runterlaufen hier auf dieses Gap,
was wir da halt da gehabt haben. So, das wäre jetzt so mein Plan für die Eröffnung. Und bevor ich jetzt hier wieder zu viel rede, gehe ich auch gleich mal rüber hier in den Handelschart und nicht, dass er jetzt da hochspringt und ich das dann halt verpasse. Und ich habe die hier auch schon mal vorbereitet, die 4.1. Und das sollten wir eigentlich relativ schnell dann halt auch eine Reaktion kriegen, so dass das die erste Bewegung hier, so hoffe ich, dann auch entsprechend nur erstmal ein Impuls nach oben ist, aber mehr halt jetzt unbedingt nicht. Ja, trotzdem will ich jetzt hier mal gucken, ich bin hier im 5-Minuten-Chart unterwegs. Wie gesagt, ich mache die Webinare mit kleinen Positionen, meistens mit kleinen Positionen, nicht immer. Bei den NFPs habe ich es letztens ein bisschen übertrieben. Aber da ist ja dann auch entsprechend ordentlich vierstellig rausgekommen. Auch wenn es erst nach den NFPs dann aufgelöst hat, aber das hat soweit gepasst. Aber morgens, da ich ja nicht so der Frühaufsteher bin, wenn ich dann ein Webinar machen muss, hier noch irgendwie gucken muss, dass das Licht an der richtigen Stelle ist und damit auch jene, die immer meinen 3-Tage-Bart kritisieren, halt auch noch irgendwo bedient sind, muss ich hier ein paar Sachen so, zu viel machen und die kann ich nicht, bevor ich genug Kaffee habe und ich habe erst meine zweite Tasse. Und deswegen, das ist halt auch mit so einem Grund, warum ich halt hier immer so ein bisschen eher dann mit kleineren Positionen dann halt arbeite und dass man halt nachher entsprechend einfach nur die Referenz hat dafür, was ist eigentlich halt gemeint, ne? So, das nur zur Erklärung, falls hier der ein oder andere Neue halt eben auch dabei ist. Und das mache ich immer so ein bisschen abhängig davon, von so ein paar persönlichen Geschichten einfach. So, jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier den Dom da reinkriegen. Also die Marktdaten. Habe ich das hier? Ne, so erstmal einstellen. So, da ist er. Also hier das Orderbuch halt. Ne? Was ich ja hier generell immer mache, ist, ich bin im CFD unterwegs und hol mir aber das Volumen vom Future da halt rein. So, ist jetzt hier erstmal nur die erste 5-Minuten-Bewegung. Mehr ist das jetzt hier gerade ja auch mal nicht. Und daher darf man das jetzt auch eh nicht überbewerten. Ne? Was man hier jetzt natürlich auch sieht, das ist halt hier dieses Hoch von der Stundenkerze, wo er jetzt irgendwie gerade dran klemmt. Aber wie gesagt, da darf er gerne ein bisschen drüber. Und schickt mir eigentlich hier so die Eröffnung von dieser Abwärtsbewegung, dass wir die halt nochmal ansatzweise anlaufen. Und dann sind wir halt auch entsprechend hier bei der 13.241. So, wenn er das macht, mal gucken. Und wenn nicht, muss man halt im Zweifelsfall auch ein bisschen mehr Geduld mitbringen, wenn es dann halt eben nicht in der ersten Viertelstunde da halt möglich ist, den Trade halt einzufangen. So, ich guck mal hier, wer alles da ist, beziehungsweise wer alles guten Morgen gesagt hat. So, hier zu knapp davor wäre natürlich gemein, ne? Aber macht nichts. Das sollte man trotzdem noch irgendwie hinkriegen, die Geschichte halt einzusortieren. So, Idee richtig, ne? Punkt noch nicht erreicht, kann aber noch kommen. Keine Eile. Aber wie gesagt, ich gehe grundsätzlich, und das ist halt auch so ein Ding, scheint ja hier gerade ein bisschen Zeit zu haben nochmal. Ich gehe halt immer grundsätzlich davon aus, also wir hatten ja halt dieses Gap gestern. Da hat er sich ja wirklich völlig verzettelt dran. Wir haben hier noch die 141 aus meinem Blog halt noch gesehen, so auf der Unterseite, okay, das lag nah. Die 13.160, die hatte ich auch gestern entsprechend ja auch in der Gruppe noch thematisiert, dass ich da eigentlich am liebsten direkt hin will. Und dann ist das Gap zu und dann ist nämlich auch das Thema Tageshoch hier oben eigentlich für meine Begriffe erledigt. Weil, und das ist immer mein Ansatz, ich ja sage, ein Gap Close ist nie, ja, wobei nie muss man natürlich immer relativieren, wenn es um das Thema Börse geht, aber ein Gap Close ist entsprechend nie bullish, also wenn es von oben kommt halt, sondern sollte dann schon noch irgendwo eher zur Folge haben. Also wie es ja gestern, wie man es ja gesehen hat, es läuft halt eben nicht so, dass ein Gap halt hier geschlossen wird und dann ziehen wir einfach wieder nach oben. So funktioniert es halt nicht, sondern geht dann erstmal durch. Das hat sich dann auch soweit wieder bewahrheitet. Jetzt muss man halt nur gucken, ob das im Daily dann halt auch
so bleibt. So, also ich mache mal hier parallel auch, obwohl habe ich ja hier den 15-Minuten-Chart. Was habe ich denn hier eingestellt? Ist ja völliger Quatsch. So, machen wir hier mal den M15 in den Hintergrund. Beziehungsweise ich könnte auch eigentlich mal auf den M1 gehen einfach. So, wo ist es hin? So, mache ich mir jetzt hier mal den M15 dahinter. Dann sehe ich erstmal ein bisschen mehr. Also dem Braten hier würde ich jetzt noch nicht trauen, dass wir da einfach jetzt halt und tanzen hier erstmal auf dem VWAP rum, der volumengewichtete Durchschnitt und sieht schon so ein bisschen danach aus, wenn wir jetzt einmal kurz hier aufs Gap halt dippen. Und das heißt, es kann noch ein bisschen Gezerre hier geben an der Stelle, würde ich schon mal vermuten, bevor wir da halt irgendwie jetzt einen Fehlausbruch in irgendeine Richtung kriegen. Also ich würde halt, wie gesagt, gucken, Fehlausbruch nach oben zu erwischen und nicht unbedingt Long nach oben zu handeln. Kann man aber natürlich auch machen, wenn ansonsten das Bild halt passt, kann man natürlich auch mal ein paar Punkte Long dann mitnehmen. So, jetzt hier die 13.200, einfach nur eine runde Marke, halte ich jetzt erstmal für nicht relevant, sondern relevant wäre dann eher die 13.190, was ja halt die Gap-Oberseite nochmal ist. Da wäre es dann schon eher möglich, dass wir halt dann auch nochmal dort so ein kleines bisschen drunter gehen und dann erstmal wieder nach oben ziehen. Es könnte sein, ja. Also generell bin ich short, deswegen muss ich jetzt auch gucken, dass ich mich da nicht, dass ich mir nicht irgendwo selber widerspreche und dann jetzt halt in die falsche Richtung gleich dagegen handle. So, und da sind wir jetzt, ne? Ein kurzer Dip da rein könnte reichen, um jetzt halt nochmal auch nach oben zu ziehen. Falls nicht, würde ich mir halt die erste 15-Minuten-Kerze dann angucken und dann dort halt mal sehen, ob man den nicht nochmal, ne? Also das hier würde ich jetzt zum Beispiel, das halte ich für machbar. Also, dass wir da jetzt halt nochmal eine Reaktion kriegen, außer er fällt jetzt hier ganz durch, gebe ihm erstmal ein bisschen Luft an der Stelle und baue dann eher noch eine zweite Position dazu, außer er kommt irgendwie zu vehement da halt jetzt runter. Das sieht momentan natürlich erstmal böse aus, aber ist halt auch erst die Hälfte von der ersten 15-Minuten-Kerze ist auch hier erst gerade durch, von daher sollte man sich da jetzt auch nicht allzu sehr davon beeindrucken lassen. Kann aber trotzdem sein, dass er durchfällt und das halt eben oben die 241 nicht mehr ganz erreicht wird. Dann würde ich hier rausgehen und würde dann halt eher nochmal gucken, dass ich den halt, wie gesagt, nach Abschluss der ersten 15 Minuten nochmal irgendwo möglichst in der Nähe von der Eröffnung dann halt kriege. Ich muss hier mal gerade parallel anderes machen. So, okay. Ja, aber hier so ein, wäre jetzt nicht außergewöhnlich, hier mal kurz unter die Tiefs, die ja ohnehin nur von Overnight hier sind und wo auch nicht allzu viel Volumen dahinter war, da mal kurz drunter zu gehen und dann halt gleich nochmal oben zu versuchen. Wobei die Bewegung natürlich hier schon recht schick ist, ne, mit irgendwie fast 60 Punkten vom Hoch und natürlich auch generell in der Richtung, wie ich es haben will. Aber was mir halt trotzdem da fehlt, ist die 241. Und in der Regel lässt er eigentlich nicht Punkte mal eben so aus. Deswegen würde mich das ein bisschen wundern. So. Also wie gesagt, kann man machen, muss man nicht machen. Und vor allen Dingen beim Nachmachen immer dran denken, das ist alles keine Empfehlung. Und bitte unbedingt eigene Entscheidungen treffen. Was man jetzt hier halt auch sieht, was eigentlich so typisch jetzt auch wäre, dass wir halt hier mal, ich habe halt hier, ist es der überhaupt? Ja, ne? Der EMA, wieso habe ich den überhaupt drin? Habe ich nämlich eigentlich gar nicht mehr drin. Nur noch hier im großen Bild
Einfach nur generell zur Orientierung. Ich handle aber sowas halt überhaupt nicht. Und aber nichtsdestotrotz, weil man sieht halt immer wieder, ne, das ist halt so ein bisschen meine Beobachtung, dass halt so ein EMA, egal welcher es ist, wird gerne mal einfach komplett durchschleudert und dann nachher wieder zurückgekauft. Vermutlich, weil da halt irgendwie viele Retailer da unterwegs sind. Und so, also mal gucken, jetzt sehen wir wahrscheinlich die Unterseite noch, das wäre die 162. Ich würde den halt hier skalieren. So, an der Stelle, ne, das wäre halt jetzt die Unterseite vom Gap. Ich bin da immer ein ganz großer Freund davon, von Skalierungen. Und weil ich ja nicht unbedingt wissen kann, setzen wir jetzt hier an der Stelle auf, weil da fehlt jetzt natürlich ganz klar, was man ja hier noch nicht sieht, sind Käufer, ne? So, das ist jetzt erstmal dann halt so ein bisschen Vermutung. Ich vermute halt einfach, dass wir die Stundenkerze schon nochmal irgendwie auf Anfang ziehen werden. Und wenn ich die Käufer suche und halt einfach nur einen Punkt habe, wo ich sage, ja, das könnte passen. Das war gestern im DAO genauso mit dem Short. Da waren es nicht unbedingt genaue Triggerpunkte und Linien, die es da halt dafür gab, sondern halt alles so ein bisschen Pi mal Daumen. Und so ist es halt hier auch. Aber im Endeffekt, wenn man da ein bisschen Geduld hat, kriegt man halt meistens dann auch wirklich gute Trades bei raus. Bei den NFPs war es übrigens ganz genauso, ne? Da gab es auch irgendwie drei, vier Punkte, die ich mir da halt eingesammelt habe. Und letzten Endes ist das Ding dann halt auch dann danach genau in die richtige Richtung gelaufen und hat halt ordentlich auch zu Buche geschlagen, ne? Von daher ist das selten verkehrt. Gibt natürlich ja Ausnahmen, beziehungsweise man muss halt irgendwo dann auch ganz klar sagen, so, ey, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Dann lasse ich das halt mal eben. Oder nehme halt mal Risiko raus und gucke mir das nochmal irgendwie in Ruhe an. Das ist natürlich auch klar, dass das auch irgendwo, dass man da halt trotzdem jetzt nicht irgendwie ja, wie soll ich sagen, ist ja keine Garantie dafür, dass es dann halt geht. Klar könnte man, wenn man endlos genug Geld hätte, könnte man das machen natürlich. Dann wird es auch irgendwann aufgehen, ist auch klar. Aber wir haben hier weder endlos Geld noch endlos Zeit. So, und von daher wird das natürlich auch hier eine endliche Geschichte sein. Das heißt, wenn wir jetzt hier durch dieses Gap halt wirklich durchfallen, ja, und man sieht irgendwie so, okay, dieses Low wird auch noch rausgenommen und wahrscheinlich dann irgendwie nochmal die 341 angesteuert und dann drücke ich halt auf den Knopf, ja, und dann lasse ich es dann halt. Wir hatten das auch bei den Entschuldigung, bei den Eröffnungswebinaren auch schon, wo ich dann gesagt habe, ey, komm, mach erstmal weg, dann kassiere ich lieber mal irgendwie das Minus und setze an einer anderen Stelle wieder an. Und dann ging es dann nachher eben halt auch auf, ne? Man muss ja nur wissen, wo halt einfach Schluss ist. Und bis jetzt passt es halt noch, ne? Weil wir sind jetzt hier in der ersten immer noch in der ersten Viertelstunde, ein kleiner Fehlausbruch nach oben, dann jetzt runter und da ist noch überhaupt nichts entschieden, gar nichts. Und von daher ist das jetzt erstmal alles noch völlig legitim, finde ich. Was? Ich bin geizig. Ach so. Ja, der Lutz. Danke. Also was Verluste angeht, ja, das stimmt. Da bin ich am liebsten geizig. Das ist wohl wahr. Ich glaube, da gibt es aber auch Schlimmeres. Und ist dann an der Stelle, glaube ich, auch gar nicht so falsch. So, ich mache mal hier mal noch eine andere Perspektive hier nebenbei auf dem iPad. Ja, sieht aber blöd aus, ne? Gerade so, was ihr da macht an Bewegungen. So, aber trotzdem, ne, weil hier sieht man jetzt ja halt auch, da wird es jetzt langsamer und wir sind auf der Unterseite vom Gap. Und von daher darf der den auch gerne noch einsammeln, nur dann nicht unbedingt drunter fallen. Das wäre dann halt ein bisschen unschick. Also zumindest mal für diesen ersten Trade. So, den haben wir gesehen und hier ist jetzt genau das besagte Low, das ich nicht unbedingt rausgenommen haben will. Oh, hier bei der, oh, schöne Farbe, 158 zeichnen die hier eben mal ein.
Moment. 158. So. Kann ich auch mal kurz freigeben. Also da sollten wir jetzt nicht unbedingt runter, weil dann wird es wahrscheinlich, dass wir gleich halt die nächste Stundenkerze auch noch eliminieren und dann stehen wir paar Nummern zu tief. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. So, die ersten 15 Minuten sind auch um. Das heißt, da könnte jetzt ohnehin so ein bisschen Rücklauf kommen. Das ist als erstmal, wie gesagt, genau die Unterseite einfach nur von dem Gap. Und da wird sich dann halt jetzt halt zeigen, schließen wir das jetzt am Stück ab oder dauert es eben doch noch einen Moment. Was hier trotzdem auch noch so ein bisschen fehlt, sind echt so die motivierten Käufer an der Stelle. Ja, und auch hier setze ich den SL jetzt nicht genau da dran, sondern halt gibt ihm ein bisschen Luft. Auch unter diesem Low halt noch. Und jetzt, das ist natürlich jetzt auch so ein Punkt, wo man sich jetzt überlegen muss, will ich das halt jetzt wirklich riskieren? Beziehungsweise baue ich jetzt wirklich darauf, dass wir das Ding nochmal komplett zurückziehen? Oder sage ich dann nicht eher, naja, irgendwie ein plausibler Punkt und ich steige da erstmal aus und suche mir dann nachher was Besseres? Ich glaube, das wäre hier so die wahrscheinlich bessere Strategie, dass wir hier vielleicht dieses Hoch halt nochmal irgendwo anlaufen, maximal irgendwo den VWAP hier bei 13.200. Und dann gucke ich irgendwie lieber nachher nochmal eine Runde. Und um da halt entsprechend was Besseres zu finden. Also weil das nuschel ich schon, meine generelle Richtung ist ja schon halt eher runter. Aber in den seltensten Fällen geht das ja halt irgendwie in Form einer Einbahnstraße. Und deswegen mache ich jetzt hier halt auch mal erstmal eine Runde Long. Was halt jetzt hier halt auch nochmal plausibel wäre, übrigens, das ist hier ein Rücklauf in die 8-Uhr-Kerze, die ja auch dann halt hier bei 186 etwa ist, also in dem Bereich. Also ihr könnt übrigens dieses Bild im Live-Chart auch sehen, ne? Also hier das mit den Linien jetzt im 1-Minuten-Chart. So, ne? Jetzt sind wir halt auch schon erstmal im Plus. Habe ich gesagt, 186, genau, die wollte ich mir noch hier einzeichnen. Ja, ne? Das ist halt so diese Unterseite. Das wäre jetzt halt schon plausibel, da einmal kurz hinzulaufen. Und zumindest zu versuchen, die halt nochmal zurückzukaufen. So, und da kann man dann halt überlegen an so einer Stelle, okay, gehe ich da jetzt erstmal raus oder baue ich wirklich drauf, dass wir den ganzen Markt halt nochmal dann halt nach oben ziehen. Ich würde da halt erstmal jetzt, also für meinen Teil, rausgehen. Also wenn ich sage, ich würde, das heißt immer, ich würde an meiner Stelle, das heißt nicht, ich würde an eurer Stelle, sondern einfach nur für mich jetzt, ne? So, noch ein kurzer Sprung nach oben. Weil man hier schon aufpassen muss, ne? Weil wir jetzt hier halt auch da schon wieder an diese Supports kommen. Nicht, dass wir jetzt direkt wieder am Stück nach unten fallen. Also, wobei halt Supports sind eigentlich ja eher die hier, da hat er sich ja halt oben auf diesem Level ja auch gehalten. Und das ist jetzt natürlich schon Widerstand da oben. Und das ist halt auch mit ein Grund, warum ich sage, wenn wir jetzt da hinkommen, dann gehe ich erstmal raus. Weil eigentlich wäre mein Ansatz der, hier gleich nochmal zu shorten. Wobei aber halt hier, diese Supports sind natürlich jetzt die sind natürlich ja über Nacht entstanden.
Und infolgedessen messe ich denen jetzt da nicht allzu viel Bedeutung zu. Aber trotzdem. Ja, man sieht halt auch hier schon, gibt es direkt schon wieder, auch wenn das jetzt hier nur der Minutenchart ist, aber es bremst. Es bremst. Ja, nichtsdestotrotz, also was halt einfach das Ding ist und was wir hier sehen, diese Stundenkerze ist, das darf man halt nie vergessen, die ist einfach nicht fertig. Ne? Das ist halt einfach nur ein Platzhalter. Na komm jetzt. Genau. So, jetzt erstmal den Trail rein und dann gucke ich, was passiert. So, bremst aber erstmal und gut, sind wir erstmal raus. Ne? Aber ist halt für mich, wie gesagt, jetzt okay, weil ich halt nicht weiß, ob diese ganze Geschichte da wirklich nach oben auflöst oder nicht. Das waren jetzt irgendwie 9 Punkte oder so. Und weil ich jetzt nicht weiß, laufen wir doch nochmal drüber oder fallen wir jetzt hier wirklich unten durch und die 241 bleibt da oben so liegen, wie sie liegt. Ne? Aber was man halt zumindest sieht, ist halt hier auf den Tick genau halt die Reaktion. Von daher jetzt eigentlich ein Scalping-Ansatz, den ich jetzt hier gezeigt habe, aber ist ja auch wichtig, dann sowas zu kennen. Und dann auch zu wissen, wo es Sinn macht, das Ganze mal zu überdenken. Ne, weil mir halt schon klar war, mehr oder weniger, dass wir halt hier so ein bisschen Reaktion halt kriegen und das durchaus auch reichen könnte, um wirklich auch nochmal ganz runterzufallen. Wie gesagt, weiß ich nicht, weil erst die erste Viertelstunde um ist und ich keine Ahnung habe, was der Markt da jetzt halt vorhat. Aber generell halt hier die Eingrenzung ja auch, die ist ja erstmal richtig gewesen. Ne? Also hier mit dem Low, was halt nicht raus sollte. Und entsprechend jetzt hier die Bemühungen sozusagen von dem Markt halt, sich in die 8-Uhr-Kerze hier zurückzukaufen, das passt. Gut. So. Wer hat zusammen mit mir 9 Punkte verdient? Sollen wir hier in die Runde fragen? Es gibt ja doch immer einige, die dann auf den Knopf drücken, wenn ich auch drücke. Und da sage ich immer, dass ich kann ja keine von abhalten, das kann man schon machen, nur sollte man es dann eben halt auch wirklich immer machen. Ja, und nicht irgendwie mal hier, mal da, weil natürlich auch ich mal irgendwie was versenken kann und auch immer wieder mal versenke, aber im Durchschnitt halt eben nicht. 21, guck, schön. Der Lutz. Ich hatte den R2 und er war short. Ich bin immer raus, als du long gegangen bist. Das ist natürlich, ja, ich verstehe das immer als Respekt vor dem, was ich mache. Das ist auch okay. Ja, aber waren ja doch einige, ist doch schön. Ne, oft hilft es ja halt auch, ne? Genau wie beim Lutz ja auch wenn er das jetzt hier so ein bisschen eher lustig geschrieben hat. Aber ne, wenn man sieht ja manche Dinge dann halt eben auch nicht. Und wenn man aber sieht, so, ey, der das halt irgendwie dauernd macht, der macht hier gerade was ganz anderes als ich. Und dann kann man natürlich auch mal das überdenken, was man macht. Ne? Ich meine, es sollte einen nicht zu sehr beeinflussen, kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Und klar, wenn ich irgendwo halt auch in Trades Only einen Short bin und lese dann Long, klar, da denke ich dann schon immer so, hey, warum geht ihr denn Long? Ihr wisst doch, dass die meisten Sachen, die ich halt hier poste, ja auch aufgehen und das, was ich beschreibe. Aber klar, ne, das soll ja auch nicht irgendwie zu sehr beeinflussen, aber halt vielleicht, wenn man sich nicht ganz so sicher ist, dann kann man sowas schon mal mitmachen. Mitmachen und mitleiden, ja, genau. So, also, man sieht hier, ne, da geht nicht irgendwie wirklich sowas vorwärts. Jetzt könnte man wirklich mal überlegen, ob man hier nicht gerade schon wieder, wenn da noch ein kleines Übertreiben kommt, dann doch nochmal lieber Short aufmacht. Wenn sie denn kommt. Wenn sie denn kommt, ne? Also hier sind wir am Vortages,
Value Area Low. Echt? Ist das das Low? Ja, sieht so aus. Das passt natürlich hier auch wunderbar dazu. Und infolgedessen halt auch natürlich nochmal plausibel, dass es da nicht mal eben wieder drüber läuft. So, jetzt gleich mal gucken, was die Knoppers-Fraktion macht. 5 Minuten. Dann haben wir, ja genau, wird es auch schon. Die Knoppers-Fraktion. 9:30 Uhr in Deutschland. Und weil da ja halt oft so ein bisschen entschieden wird, wie jetzt die Geschichte dann im Großen und Ganzen weitergeht, beziehungsweise zumindest da man noch ein bisschen Bewegung kommen könnte. Also das hier sieht mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu einfach aus. So, kann mich jetzt natürlich täuschen, aber irgendwie fehlt mir da halt noch so ein Abholer da oben, der noch ein paar Shorts rauskickt. Weil das ist so sauber hier an der Value Area vom Vortag und da halt scheitert, weiß ich nicht. Aber gut, wir werden es gleich sehen. Ich mache jetzt erstmal die nächsten 4 Minuten nichts und guck mal, wie gesagt, was die halt treiben. So, was halt mir viel mehr ins Auge fällt, ist natürlich halt generell diese lange 15-Minuten-Kerze, die man gerne auch mal irgendwie eher auf der Oberseite sich nochmal angucken könnte. Und das heißt, hier wirklich so, haben wir die Eröffnung habe ich gar nicht eingezeichnet. So, da sind wir, ne? Klar, die ist natürlich hier mit einem kleinen Gap sogar noch da oben. Aber das hat eher so die Geschichte hier. So kurz drunter und dort halt irgendwie eher nochmal versuchen zu shorten, beziehungsweise generell halt auch beim Gap die 190. Und da dann halt eher vielleicht eher im Mix mit dem VWAP und natürlich auch hier der Kassa Close von gestern nochmal knapp dran. Das wäre mir deutlich sympathischer, als hier jetzt einfach runter fallen. Der Helmut fragt, wieso ich mich so strikt an die 241 gehalten habe. Ganz einfach, weil es wirklich fast nie vorkommt, dass halt irgendwelche Marken von mir halt ausgelassen werden. Also so doof das jetzt klingt, ne? Man hat es ja mal gestern halt auch nochmal gesehen, hier mit der 141. Also ich habe halt die ganze, ich war da halt auch short, ne? Beziehungsweise ich bin es halt noch und habe da halt auch bis zur Teilauflösung gewartet, bis dann auch die 141 war. Und Gap hin oder her, aber das passiert halt einfach fast nie. Und deswegen, mich macht sowas immer eher stutzig. Also da hätte ich eher noch Angst davor, jetzt mittlerweile, wenn der halt, was heißt Angst, Sorge, wenn wir nochmal da hochlaufen, dass wir sogar drüber laufen, weil was man ganz oft sieht, ist, wenn halt zum Beispiel so ein Punkt knapp ausgelassen wird, dass dann im nächsten Anlauf erstmal ein gutes Stück drüber bin, gutes Stück drüber geht. Und ich versuche natürlich schon halt, ne, meine Punkte, die ich hier halt auch immer wieder vorstelle, dann natürlich auch zu handeln, weil das ja eben mein Ansatz ist. Und deswegen habe ich mich da halt schon ziemlich drauf versteift. Ich hätte auch nicht gewusst, wo ich hier shorten soll. Ehrlich gesagt, bei der 326. Absolut nicht. Also, wenn dann eher hier vielleicht, ja, als halt nochmal die Kassamarke unterschritten war, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber das ist, ja, Pivot R2 ist da oben auch nicht, ne? War ja knapp davor. Auch da fehlt noch ein Stück. Also mir hat da oben irgendwie alles gefehlt. Also außer das Einzige, was man hätte sagen können, gut, wir haben halt hier oben hier dieses Hoch knapp überschnitten, die Stops gefischt um 5, 6 Punkte. Da gehe ich dann halt mal short. Ja, also da muss man aber halt dann auch echt schnell sein und wissen, was man tut. Ne? Also es war ja halt, das hier meinte ich, dieses Hoch und dann halt so ein paar Punkte drüber, aber da war es halt eben ja auch nicht mehr weit ja, bis da oben hin. So, 9:30 Uhr. Moment, mal kurz hier gucken, was da passiert. Ja, aber schon erstmal hier recht ganz schön deutlich, hätte ich nicht gedacht. Beziehungsweise, ich habe es ja erwähnt, dass es halt reichen könnte, um nochmal rumzudrehen, aber dass das so sauber läuft.
Da hätte ich irgendwie nicht so wirklich dran geglaubt. So, jetzt gucken wir uns hier die gelben mal an. Da wollen wir mal sehen, was die Käufer dazu sagen. Also ich glaube irgendwie nicht, dass das hier am Stück jetzt durchfällt. Da glaube ich noch nicht dran. Hier 15, ja, wir haben halt hier unten auch so, wenn ich das mal kleiner mache, sieht man das. So ein bisschen Clusterung von gestern. No, hier. Da steht er jetzt gerade mal irgendwie drauf rum auch. Und es könnte schon sein, dass das halt nochmal reicht, um halt einfach nochmal zurück zu laufen. Und was wir jetzt hier auch haben, ist die Tageskerze. Sieht man ja hier auch auf der rechten Seite. Ne? Deswegen hier ist ja der Future Open, die Tageskerze. Versucht hier gerade die Farbe zu wechseln. Das geht normalerweise auch nicht ohne Widerstand. Normalerweise nicht. Einmal kurz auf Schwarz bzw. Rot gedreht und dann doch nicht. Mal kurz ein Reset machen. Ja, da ist irgendwas verschoben. Ja, und infolgedessen wird sogar hier einen Sinn machen. Gucken wir, da jetzt ein bisschen Reaktion kriegen, da halt nochmal wirklich auch schon, tatsächlich schon wieder long zu gehen. Das macht der DAO. DAO tanzt auf dem Tageshoch von gestern. Was man aber auch klar sagen muss, ne, M1 ist halt hier jetzt klar abwärts erstmal. Daher, wenn man da jetzt irgendwie long macht, muss man schon auch so ein bisschen auf der Hut sein. Weil das hier kann Phishing sein. Muss es aber nicht. Bin da, bei mir hat es hier irgendwie gerade irgendwas zu hauen. Der VPOC sollte eigentlich stimmen, aber die interne nicht. Gerade warum auch immer. Warum auch immer. So, ne? Also hier muss man jetzt, wie gesagt, man kann das machen. Ich mache es jetzt mal. Es kann aber leider daneben gehen. Aber es wäre schon denkbar. Also hier auch nur erstmal mit einer Position ohne allzu viel Luft. Es wäre schon denkbar, dass wir hier ein Phishing kriegen. Jetzt wird es ein bisschen los, fehlt noch ein kleines Stück da unten. Mal gucken, ich sehe das hier parallel auf dem anderen Schirm noch, jetzt noch, den könnt ihr nicht sehen. Ich ziehe jetzt nur mal gerade den SL dahin, um zu sehen, wo ich hin müsste. Um das zu halten. Das wären 20 Punkte mit einer halben Position. Ja. Aber da sind wir auch gleich wieder bei der 141. Da bräuchte es jetzt schon ziemlich schnell eine Reaktion nach oben, wenn das noch aufgehen soll. Ansonsten mache ich den nämlich gleich jetzt erstmal zu. Also sowas kann funktionieren. Also was mir halt, das ist jetzt aber auch so ein bisschen Meinung, ne? Mir ist das hier echt zu sauber. Das ist so untypisch DAX und das halt jetzt einfach so da durchfallen sollen. Selbst wenn wir es jetzt machen, wir laufen da oben wieder hin. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also auch wenn es jetzt irgendwie einen Schuss nach unten geben würde, würde ich darauf wetten, dass wir halt nochmal da oben in dem Bereich auch reinlaufen.
weil das halt irgendwie viel zu so untypisch ist einfach. Also wie gesagt, auch ich kann mich da mal irgendwie täuschen. Aber ich kenne den Kollegen jetzt auch schon ein paar Jahre. Deswegen glaube ich da nicht immer alles. Ja, also erstmal bleiben die hier so ein bisschen aus. Die Käuferschar, jetzt kann es natürlich dann schon sein, dass wir erstmal noch einen Dip nach unten machen und dann hochlaufen oder wir ziehen es wirklich jetzt ab hier direkt. Das ist jetzt die große Gretchenfrage an der Stelle. Ja, und was halt einfach so tatsächlich hier hinzukommt, ist halt der Wechsel hier der Tageskerze in die andere Richtung. Das macht der ungern im ersten Anlauf. Ja, aber man sieht ja, ich mache es ja hier halt auch vorsichtig, weil das halt schon mit Stockfishing immer so ein Ding ist, was man sich nicht immer anmaßen sollte, das zu durchschauen. Und deswegen halt auch nicht zwei Positionen oder so, ne? So, aber wenn er halt, wie gesagt, sowas macht, aktuell sieht es jetzt erstmal so ein bisschen danach aus, auch wenn hier erstmal nur ein Minuten Chart. Könnte aber sein, dass wir jetzt nach oben einmal kurz wegrennen. Wenn das jetzt nochmal gekauft ist, also dieses Tief und das auf der linken Seite ja sowieso. Und dann war das nämlich ein Fehlausbruch und dann geht es ganz schnell da hoch. Ne? Dann passiert nämlich genau das, was ich gerade gemeint habe, dass wir einmal eine Runde unwirsch da oben reinlaufen. Und das ist dann halt dem Fehlausbruch dann geschuldet. Ein Stockfishing ist ja nichts anderes als ein Fehlausbruch. Er ist auch schon wieder ziemlich lustig. Ich erkläre den ganzen Morgen von Short und bin hier nur am Longen. Aber gut. Also eigentlich sollte man den jetzt auch hier näher ran, weil nochmal darunter, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Sagen wir 38. Sind jetzt genau am Anfang von der dritten 15-Minuten-Kerze dieser Stunde. Bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt draus werden soll. Ob das jetzt echt Phishing war hier auf der Unterseite. Wobei halt auch Phishing gar nicht mal wirklich fair ist, das zu sagen, wenn dann halt hier nur unter diesem Low. Aber dazu müssen wir jetzt auch hier das letzte High an der Stelle hier oben dann auch rausnehmen. Aber Phishing ist eigentlich nicht korrekt, weil wir ja hier. Wir haben ja kein neues Tief gemacht hier. Von daher würde das so nicht ganz stimmen. Das wäre dann halt eher so ein Mini-Phishing hier in der Stunde selbst. Aber wie gesagt, noch ist da nichts entschieden. Der kann immer noch nach unten fallen und das Programm andersrum voll machen. Nur wenn das halt irgendwie aufgehen soll, und dann muss natürlich jetzt auch langsam so ein bisschen Motivation hier rein. Ja, aber mehr würde ich dem jetzt hier nicht mehr geben. Soll er doch nach unten durchfallen, von mir aus. Und dann. Ja, jetzt meint das natürlich hier ganz genau. Das ist aber okay. Das ist für mich okay. Und dann sehen wir höchstwahrscheinlich nochmal die
1,41. Ja, ein Versuch war es wert. Aber dann sehen wir wahrscheinlich jetzt, also das wäre jetzt natürlich mies, ne? Weil wir hier jetzt genau abgeholt worden sind und dann doch nochmal hochlaufen, aber das kann natürlich auch passieren. Aber zu ungewiss für meine Begriffe, viel zu ungewiss. So, also der Ansatz ist jetzt, auch wenn er jetzt nach oben läuft, soll er doch machen, ist mir doch jetzt auch egal. Wäre der Ansatz wirklich der, dann hier nochmal an der Oberseite, jetzt gucke ich das einer an, vom Gap da halt reinzugehen. Ja, aber das Ding hier, ne? Also man sieht ja im Hintergrund die 15-Minuten-Kerze, das kann halt alles werden. Das Einzige, was halt hier jetzt noch dafür spricht, ist, wir haben MM1 kein neues Tief gemacht, sondern nochmal da aufgesetzt. Ne? Das heißt, wenn man unbedingt hoch will, sollte man das hier einfach nochmal machen. Wenn, ne? Wie gesagt, keine Empfehlung, ich sage, wenn man hoch will und dann. Ja, genau, also der Heinz fragt, handelst du CFDs? Ja, also wie gesagt, ich mappe hier den Future auf CFD. Ich habe nur hier gerade irgendwie einen Darstellungsfehler gehabt. Deswegen habe ich den Kurs ausgemacht. Aber eigentlich habe ich das Volumen vom Future. Ich weiß nicht, warum der sich hier gerade verrechnet hat. Aber mit der Indikation im MT5, da gibt es manchmal komische Sachen. Wo wollte ich hin? Genau. So, ne? Also was man machen kann, ist jetzt hier, wenn man es, wie gesagt, unbedingt long haben will, ne? Also könnte man jetzt hier einfach an den Hochs. Wenn er das jetzt nochmal angeht, auf den letzten Drücker hier, kann man natürlich dann halt schon irgendwie auch per Stop dann nochmal rein. Das ist, okay, das war Dummheit, ja. Das muss ich noch nicht mal dem DAX anlasten. Das war Dummheit, den genau hier hinzusetzen. Ich hätte einfach nur das Tief hier nehmen sollen und dann wäre es gut gewesen. Und weil er hat ja kein neues Tief gemacht. Also die 10 Punkte Minus, die hätte man sich auch schenken können. Von daher war der DAX da eigentlich sauber. Nur ich halt nicht. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Ach so, ja, genau. Ja, CFD, aber wie gesagt, mit dem Volumen vom Future. Das ist der Unterschied. Weil das kann man im Stereo Trader mappen. Funktioniert das hier oder funktioniert das nicht? Bin da gerade so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Aber wir haben halt hier das Tief getestet. Wir haben nochmal die Eröffnung vom Future getestet und laufen jetzt im nächsten Anlauf. Wäre dann halt eigentlich nochmal der Punkt hier dran und nicht unbedingt jetzt nur einen Punkt nach oben und dann direkt wieder Rolle rückwärts. Von daher ist das jetzt schon nicht so ganz falsch, glaube ich. Vorausgesetzt, er kommt natürlich da hoch, ne? Außer er fällt jetzt dann runter, dann ist natürlich dann erledigt. Aber hier mit einem neuen Hoch wäre das jetzt schon die nächste plausible Bewegung, halt hier nochmal dann raufzulaufen. Ich eben, was, woran sich halt nichts geändert hat, ist halt eben an meiner Meinung, dass es hier alles viel zu einfach ist. Gerade mit einfach runter. Das finde ich sehr merkwürdig. Was ist das mit dem Tief passiert, wenn der Kaffee nichts kann? Hab ich auch noch nicht gehört. So, jetzt hängt er hier fest. Komm, Bewegung. Wir sind hier live, mein lieber DAX. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Achso, ich wollte das hier mal nochmal umstellen. Mal gucken, ob es jetzt wieder funktioniert. Weil manchmal hat er das irgendwie, dann funktioniert das, die Schnittrechnung da irgendwie. Nichts. Ja, jetzt geht's wieder. Ne? Also das hier, wie gesagt, CFD ist aber Future dahinter. Theoretisch, jetzt ist wieder, also keine Ahnung, was da gerade los ist. Das Orderbuch hat irgendwie keine Lust, sich da anzeigen zu lassen. Warum auch immer. Egal. Dann halt heute mal nichts.
So, also tanzt hier schon wieder auf der gelben rum, ne? Von daher, ich lasse den mal drin hier. Guck mal, nicht jetzt irgendwie auf die letzten paar Minuten hier noch irgendwas Lustiges nach oben dann sehen. Wäre jetzt auch nicht so neu, ne? Wenn auf den letzten Drücker alles ganz anders wird. Das wäre so neu nicht. So, den mal ein bisschen tiefer. Also letzte Viertelstunde. So, man sieht ja hier, ne, in den 15-Minuten-Kerzen, da ist halt irgendwie komplett unentschieden. Ja? Also eine runter, dann die wieder halt irgendwie neutral, die schon wieder neutral. Der Markt versucht sich hier drauf zu halten. Und natürlich jetzt hier zum Handeln und zum Entscheidung treffen nicht so spektakulär. Was ZEW, der Peter meint, auf ZEW-Daten warten 11 Uhr. Ja, klar, aber so lange machen wir das Webinar hier nicht, ne? Wie viel Platz nach unten hätten wir denn? 13.000, ja, ganz genau. Zeige ich gleich noch, ne? Also mit dem Bild. Ich versuche jetzt hier erstmal gerade noch einen Trade irgendwie einzufangen. Und generell ist das auch nicht die Richtung, die ich haben will. Sieht man natürlich auch daran, dass ich halt hier eben auch noch einen kleinen Short habe, ne? Und das ist halt der von gestern oben von der 13.000, 329. Von mir aus kann der einfach runterfallen. Auch wenn es jetzt natürlich keine Riesenposition ist, aber warum nicht? So, jetzt hat er mich hier gefangen. Bin ich mal gespannt, ob das eine gute Idee war. Lag nicht so ganz geschickt da, jetzt die Order. Aber könnte trotzdem funktionieren. Er muss natürlich hier drüber, ne? Deswegen sage ich, liegt eigentlich nicht so ganz geschickt da. Eigentlich hätte er halt natürlich ganz klar die Stop-Order über die Hochs drüber gemusst und nicht irgendwie dran. So, wenn es jetzt nämlich dumm läuft, dann geht das nämlich kurzerhand wieder nicht auf. Das wäre natürlich hier für einen Vorführeffekt nicht so schön, aber kann passieren. Tja, irgendwie passiert hier gar nichts. Irgendwie passiert hier gar nichts. Außer, dass er irgendwie versucht, sich da halt jetzt zu halten. Aber es kommt kein Volumen in den Markt. Das wäre natürlich jetzt mal zwingend notwendig, wenn hier irgendwas passieren soll. Ja, sonst ist das hier ansonsten ein ziemlich langweiliges Live-Trading. Ja, die 1 für 3 für 20 Punkte Long, da müssen wir nicht unbedingt nochmal hin, ne? Also, weil es ist natürlich für Long, also hier die 141 wäre das ja bei mir allein schon ganz ehrlich, weil hier unten der EMA 200 im H1 liegt. Und das ist schon wieder so ein Punkt, da werden für meine Begriffe immer die Retailer veräppelt. Und da würde es mich nicht wundern, wenn er einfach dort mal 20 Punkte durchfällt und dann halt wieder zurückläuft. Also den Dingern traue ich halt echt überhaupt nicht, ne? Deswegen bin ich da gerade irgendwie auch nicht so ein Freund davon, da unten irgendwo long zu gehen, sondern dann lieber eine Etage tiefer.
So, das sieht nicht so aus, als würde da irgendwas aufgehen. Erstmal. Na, das meinte ich. Der lag nicht wirklich geschickt da. Das war eigentlich ziemlich dämlich gerade von mir. Der hätte eindeutig drüber gemusst. Und eigentlich auch deutlich, nämlich eigentlich irgendwo so in dem Bereich halt hier. Oder sogar hier drüber. Das hätte wesentlich mehr Sinn gemacht. Ja, ich meine, was halt auch immer noch passieren kann, ist, dass wir hier halt auch nochmal irgendwie ein kleines neues Tief kriegen und doch nochmal hochlaufen, weil wir halt nun mal hier dieses Cluster auf der linken Seite haben und da halt nicht unbedingt so klar ist, wo denn da jetzt halt die Käufer auftauchen werden, ne? Also von daher ist das halt alles möglich. Es ist eigentlich kein guter Bereich, um überhaupt irgendwas zu handeln. Also jetzt nicht mehr, ne? Nachdem das halt hier die ganze Zeit so hin und her läuft, gäbe es da eigentlich deutlich bessere Ecken. Ja, weil das hier, das sah halt vorhin so aus, so ja, wir laufen jetzt hoch und dann klar kommen dann natürlich auch noch wieder Käufer rein und das heißt dann natürlich auch für die Shorties, juhe, ich kann am gleichen Level nochmal verkaufen. Aber entschieden ist halt hier überhaupt nichts. Aber so wirklich gar nichts. Ne? Und das ist halt so ein bisschen doof. So, nichtsdestotrotz haben wir jetzt halt hier gleich auch die 10 Uhr Kerze fertig. Die hängt momentan so ein bisschen in den Seilen da unten. Und unverändert fehlt mir hier irgendwie der Einstieg der Bären ein paar Meter höher. Aber mal gucken, vielleicht geht es ja noch. So, ein paar Minuten haben wir noch. 10 Uhr gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Und dann gehe ich nachher mal noch kurz drauf ein, wie das Bild eigentlich überhaupt auflösen sollte im DAX und wo der eigentlich so seinen wirklichen Support findet. Also hier nichts. Sondern hier erwarte ich nur irgendwie einen kleinen Rücklauf nach oben. Und dann, was auch immer er dann auf der Oberseite noch treibt, aber ein Support für wirklich lang, lang hoch ist das hier für meine Begriffe nicht. So, ich könnte jetzt natürlich auch hier einfach wieder rausgehen mit Null, ne? Aber komm. Mal gucken, ob da nicht doch noch einer zuschlägt. Und wenn ja, weiß ich ja zumindest mal bis wohin. Und wenn nicht, weiß ich auch bis wohin nicht. So, ne, das meine ich eigentlich. Da gehörte der eben eigentlich hin. Jetzt muss es natürlich auch machen, ne? Weil jetzt bin ich halt hier mit zwei Positionen drin. Jetzt gibt es hier kein Pardon mehr. Bisschen früh, wie gesagt, das wäre für die erste, wäre das halt eigentlich gewesen. Nicht für die zweite. Die zweite gehört höher. Die gehört eigentlich hier oben drüber. So, aber dann, da müssen wir erstmal hin. Das ist ja irgendwie nicht so wirklich einfach, weil das hier kann genauso gut ein Fail gewesen sein und dann jetzt halt hier ein neues Tief folgen. Das muss man ein bisschen aufpassen. Wenn es zu knapp ist, als ersten Einstieg okay, als aber halt jetzt irgendwie für eine Pyramide nicht unbedingt. Das war gerade nicht so wahnsinnig klug platziert. So, was haben wir? 55. Also 10 Uhr Kerze wird gleich fertig. Ach ja, wie spannend. So.
Also wegen den 11-Uhr-Daten geht es nicht voran. Ja, kann sein, ne? Also weiß ich nicht. Also ich bin ja immer, wenn wir meine Live-Tradings, vor allen Dingen bei den NFPs oder so halt ja auch kennt, der weiß, ja, obwohl eigentlich stimmt das, ne? Also klar, News bewegen, aber ob jetzt halt die ZDW, weiß ich nicht, ne? Also von daher, ja, hast schon recht. Kann sein, also das jetzt, aber das ist halt auch nur eine Stunde hin, ne? Und da würde ich dann eher drauf bauen, dass dann halt irgendwie so ab, keine Ahnung, 10:30 vielleicht der Markt dann einschläft, aber hängt dann auch davon aus, davon ab, je nachdem, wo er halt steht, ne? Von daher, ich da jetzt auch nicht mich zu sehr drauf versteifen, dass dann unbedingt mit den News da halt die Luzi abgehen muss. Boah, komm, also, das ist jetzt hier wirklich bisschen sehr anstrengend langsam. Ja, was jetzt hier im Kleinen erstmal nach wie vor für Long spricht, ist, dass wir halt keine neuen Tiefs haben. Deswegen liegt aber auch der Stop klar hier und den werde ich auch keinen Millimeter bewegen da unten. Keine neuen Tiefs, aber hier im M1 kleine neue Hochs, aber das noch nicht mal erreicht, klar, aber könnte jetzt schon dementsprechend zur Folge haben, dass wir halt zumindest einmal kurz oben nochmal Hallo sagen. Aber solange hier überhaupt nichts passiert, ist natürlich auch das dann irgendwann die Frage, ob man nicht sagt, ey, komm, das macht überhaupt keinen Sinn, weil da einfach schlicht und ergreifend nichts passiert. Es kommt kein Volumen in den Markt. Kein bisschen gerade. Und das bräuchte es aber mal ganz dringend. Und zwar innerhalb der nächsten 3 Minuten. Beziehungsweise spätestens nach 3 Minuten, wenn die Stunde hier fertig ist. Macht der Dow? Ja, Dow turnt da rum, wo er gestern schon rumgeturnt ist. Den habe ich halt hier nur gerade zahlenmäßig auf dem Schirm. Ja, jetzt kommt es natürlich genau in die falsche Richtung. Aber auch da passiert nichts. Lutz, kannst du nicht mal 100 Kontrakte im Future kaufen, damit wir hier mal. Ah nee, der Lutz ist ja short, das ist natürlich blöd. Aber Lutz, du könntest deine 100 Kontrakte short, könntest du auflösen. Dann hätten wir hier halt auch einen Effekt. Dann würden wir direkt erstmal ein neues Tageshoch machen. Er ist raus, immer wenn ich long bin, ja. Meine Güte, das kann doch nicht sein hier, oder? Ich hatte gestern schon irgendwie das Glück, ne? Da war ich irgendwie short und dann tritt es irgendwie dann 10 Punkte Rate stundenlang auf der Stelle. Und jetzt habe ich das heute schon wieder hier, wo ich long bin. Was, der soll lieber, ja, Kim. Kim schreibt, soll lieber mal 100 weiter Punkte, 100 Punkte weiter short. Ja, kann er ja, aber nicht jetzt. Muss ja nicht unbedingt jetzt sein. Ach, Mann. So, wir haben 10 Uhr. Ich würde eigentlich das Ding hier gerne zumachen, langsam mal. Damit ich jetzt hier mal eben noch die
weitere Bewegungsrichtung mal kurz noch irgendwie zeigen kann, weil generell ist die natürlich schon short, aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon ein paar Mal erklärt, ich finde das hier alles sehr, sehr merkwürdig, was der Markt hier treibt und ich kaufe dem das halt noch nicht ab. Und deswegen bin ich da noch nicht so wahnsinnig motiviert, hier jetzt irgendwie auf Short zu setzen, sondern hätte schon noch gerne einen Rücklauf, einen ordentlichen. Ob man dann halt natürlich dafür long gehen muss, das steht natürlich auf dem anderen Blatt, das ist auch klar, ne? Aber da ging es jetzt halt hier eben auch nur um diese Tendenz an der Stelle. Und solange der hier keine neuen Tiefs macht, ist es halt auch legitim. Aber ist natürlich dann halt auch nur ein Scalp. So, da fragen halt schon irgendwie der Manuel, wie kriege ich den, kurze Frage nur zwischendurch, wie kriege ich den MetaTrader hier auf dem Mac zum Laufen? Das ist ein Server, der hier läuft. Das ist kein, das ist zwar, ich arbeite zwar am Mac, aber das ist ein Windows-Server. Also in dem Fall jetzt auch kein VPS, sondern ein echter Server, aber das Prinzip ist ja das gleiche. Das heißt, das läuft wo ganz anders in irgendeiner anderen Stadt. Weißt du, ehrlich gesagt, ah doch, glaube ich, nee, ich weiß gar nicht mal, in welchem Land und in welcher Stadt das Ding steht gerade, aber ja, und das heißt, ich hole mir nur das Bild von dem Server hier drauf. Mehr ist das nicht. So, also, damit wir hier auch irgendwann mal zum Ende kommen. Ich würde mir ja wünschen, dass wir einmal einen kurzen Sprung da hochkriegen, damit ich das Ding hier zumachen kann. Dann wäre ich so ein bisschen zufriedener, auch mit dem Webinar. Aber er bewegt sich nicht. Er bewegt sich einfach nicht. Tja, machen wir nun. Bei welchem Anbieter? Das ist bei Hetzner. Genau. Das ist bei Hetzner. So, aber so, der kann jetzt von mir aus erstmal hier machen, was er will. Ich gehe jetzt mal kurz auf das andere Bild. Und so, hier mal kurz den DAX. Ne? Ich meine, unschön. Hier sieht man jetzt, sieht man es ein bisschen besser im kleineren Bild. Naja, er schließt hier am unterm, wie auch immer, Gap-Unterseite. Also das hier war das Gap in Grau. Das ist natürlich erstmal nicht long. Das ist vollkommen klar. Und hier haben wir halt echt schon wieder den Dow, ne? Irgendwie genau andersrum unterwegs. Ne? Hat zwar auch hier irgendwie eine kleine rote Kerze, beziehungsweise schwarze hat hier gemacht. Aber will unbedingt da halt nach oben laufen. So, aber generell halt hier mit dem DAX, da wir halt hier trendlos unterwegs sind. So, und das muss man ja irgendwie auch mal irgendwo klar sagen. Wir haben hier keinen Trend, weder Long noch Short. Wir sind einfach nur hier in einer Range. So, und solange man in einer Range ist, sucht man oben Short und unten Long. Und das heißt, ich suche mir halt hier vor allen Dingen halt dann auch wiederum Clusterungen. Und hier sieht man zum Beispiel halt, ne, Widerstand, mehrfacher Widerstand, 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 gekauft. So, und da ist ja dann wiederum mein üblicher Ansatz. Ich sage halt so, ich suche mir die Widerstände, die wieder gekauft worden sind, die dann halt wiederum zur Bestätigung. Und weil ich dann davon ausgehe, das ist der nächste interessante Punkt überhaupt. Das hier ist alles Firlefanz. Und da wird halt irgendwie nicht viel passieren in Sachen Support, auch wenn der halt hier mal ein bisschen reagiert. Aber ich glaube nicht. Und vor allen Dingen das hier, ne? Die 106. Und deswegen bin ich da halt auch gar kein Freund davon, hier nochmal irgendwie großartig Long zu suchen. Und weil ich nämlich schon glaube, dass wenn wir hier hinkommen, fallen wir halt auch ein Stück darunter. Und da wird meines Erachtens irgendwie nicht viel mehr supporten. Weil nämlich der entscheidende Punkt für meine Begriffe ist ganz klar der hier, also beziehungsweise hier das Hoch von gestern, das, Entschuldigung, das Tief hier vom Freitag ist das dann. Und weil das hat das höchste Hoch gemacht. Also diese Bewegung gilt es halt
zu erhalten für meine Begriffe. Ja, also dass die halt einfach nicht kaputt gemacht wird. Und deswegen ist das hier unten wesentlich interessanter als jetzt hier zum Beispiel eine 141 oder halt wie hier zum Beispiel dann auch vor allen Dingen mit dem EMA zusammen. Also das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn, warum da das großartig gekauft werden soll. Und deswegen vorhin auch hier der Einwand, ne, hat ja jemand, Timo, hat ja jemand den Einwand gebracht, so ja, für 20 Punkte irgendwie schnell mal long bei 141. Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube das nicht. Ich werde dann nicht long gehen. Ich suche mir eher hier oben short irgendwo und statt da jetzt halt irgendwo auf da nochmal auf long zu bauen. Also zumal, ne, muss man ja halt auch mal sehen, wenn wir hier nachher wieder runterkommen. So. Team hat gemeint, ich soll lieber mal einen Witz erzählen. Ich bin nicht so der große Witzeerzähler. Das wird unlustig. So. Also. Ein bisschen dicker. Machen wir lieber ein bisschen dicker. Und gebe dir mal eine andere Farbe, sodass man auch weiß, was ich hier mache. Also, wir haben halt hier diese Bewegung, ne? Die da kommt eben entsprechend von diesem Hoch. So, und wenn der jetzt, wie man ja hier sieht, es ist nicht so ganz genau, aber man weiß, was ich meine. So, und wenn der jetzt halt, wie man ja hier schon sieht, der hat überhaupt kein neues Hoch gemacht, der hat überhaupt nichts gerissen. Und wenn er jetzt als Beispiel, wenn wir da hinlaufen sollten, ja, so, und von da nochmal runterkommen, warum zum Geier sollte das hier halten? Ne, weil das hat ja nicht mal mehr ein neues Hoch gemacht, sondern halt hier letzten Endes ja nur ein Fehlausbruch. Und dann würde ich dann den Punkt hier auf keinen Fall mehr handeln. Dann würde ich eher einen Short, glaube ich, setzen auf die 141 und würde gucken, dass wir uns das hier angucken. Ne, also das wäre dann halt hier die 100 etwa, ne, mit bisschen, die Tiefs bisschen tiefer runtergehen, völlig legitim. Da wäre man halt irgendwie bei 13.100, so dass man halt dann eher, Moment, dann eher halt sowas dann bekommt. Ah, so eine Bewegung halt irgendwie, irgend sowas in der Richtung. Also das wäre dann halt, muss ich natürlich hier oben ansetzen, ne? Und das wäre wesentlich plausibler, weil, wie gesagt, nochmal von dem Punkt hier an haben wir das letzte Hoch gesehen. Und vor allen Dingen da ist halt auch, das hat hier mal noch ein bisschen weiter zeichnet, da ist halt dann auch entsprechend eine Art Trend, wenn man denn so will. Ne? Also wir haben hier halt hier steigende Tiefs und steigende Hochs. Und deswegen ist das natürlich auch der entscheidende Punkt, wo es dann darum geht, da mal zu gucken, ob das jetzt hält und so ernst gemeint war oder ob das nur Quatsch war. Und das heißt, er müsste, um das halt auch zu halten, beziehungsweise um das jetzt als Trend zu etablieren, müsste halt sowas passieren. Ne? Das heißt, er müsste eigentlich nach oben halt durchlaufen über die 329. Und da sage ich aber, das wird er nicht. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Und deswegen glaube ich, dass das hier keinen Sinn macht, das long zu handeln, sondern vielmehr halt, wenn überhaupt, eine Etage tiefer und hier oben halt irgendwo eher short zu suchen. So, apropos, Moment, jetzt habe ich die ja fast schon wieder verschlafen. Sind wir im Plus? Ach, jetzt war es doch gerade im Plus, jetzt hätte ich es doch endlich auflösen können. Jetzt sind wir schon wieder Minus hier. Aber gut, das ist jetzt okay. Also ich würde halt hier nur einfach nochmal versuchen, den VWAP da oben zu erwischen und damit halt auch nochmal die gelbe so nah wie möglich. Und da ist halt auch der PH Main, das passt halt auch zusammen. Also das sollte jetzt irgendwie schon noch drin sein hier, auch wenn es jetzt nicht mehr innerhalb der nächsten 5 Minuten gelingt, aber das sollte schon noch gehen. Aber wie gesagt, Short Entry für meine Begriffe eben eher hier oben noch mal in der Nähe vom Kassaschluss, ne? Also da halt irgendwo in der Nähe von der 200, beziehungsweise da wären wir eh wieder bei der 190. Und da kann er von mir aus jetzt noch einmal bitte gerne hinlaufen. Gut, also ich behaupte mal, das Ding hier wird schon noch irgendwie aufgehen.
DAO habe ich ja schon was gesagt, aber wie gesagt, ne, im DAX, ich würde da halt auch keine zu großen Reisen da irgendwie jetzt halt auch irgendwie sehen, so nach dem Motto, ja, zweiter Crash und keine Ahnung. Die Gefahr ist so ein bisschen gebannt, für meine Begriffe. Ich hatte das letzte Woche ja mal thematisiert. Die Reaktion war ja halt auch heftig letzte Woche, aber die Gegenreaktion halt auch. Und das zeigt halt so ein bisschen, finde ich, dass man da halt irgendwie nicht allzu weit drauf bauen sollte, ne? Also wenn man sich das hier anguckt, also wenn wir hier auch nur im Stundenchart sind, im Daily sieht man ja gerade gar nichts mehr, ne? Außer rauf, runter. Und aber man sieht ja hier, das ist halt ja massiv direkt wieder gekauft worden, ne? Und von daher, da besteht momentan irgendwie, glaube ich, wenig Interesse, das komplett nach unten zu schleudern. Und wir sind hier vor allen Dingen auch in einer Range. Das darf man halt nicht vergessen, die der DAX jahrelang gut gefunden hat, ne? Und wo sich der Markt augenscheinlich irgendwie sehr wohlgefühlt hat und es ganz kuschelig und bequem fand. Und von daher kann das auch jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, ein paar Jahre dann auch halten. Also nochmal ganz kurz jetzt nur, bevor ich jetzt gleich zumache, das Webinar. Markt bewegt sich nicht. Das ist die Hauptzusammenfassung hier, glaube ich. Der Long war gut, der erste, was heißt gut? Ja, also gut ist anders. Short wäre schöner gewesen, aber hatte ich nicht. Generell will ich runter, aber eben nicht von hier. Drehpunkt sollte nochmal sein, etwa die 190, also nochmal das Gap auf der Oberseite und dann halt eben entsprechend runter durch die 141 durch. So, und dann eben bis maximal die 13.000. Ja, wie ich es ja eben gezeigt habe, ne, auch als Support-Cluster. Das wäre ein Punkt, wo ich sage, gut, da macht es nochmal Sinn, irgendwie nochmal nach Long zu suchen, die dann auch nochmal irgendwie 100, 200 Punkte nach oben laufen. Aber vorher halt nicht. Alright. So, also wie gesagt, hier bewegt sich halt nicht, was soll ich machen, ne? Also ich werde den aber halt, würde den hier oben drehen, auf jeden Fall, wenn er das überhaupt macht. Oder halt hier entsprechend nochmal vor diesen Hochs, logischerweise, dann halt einfach nochmal rausgehen. So, aber ich kann den Markt da nicht zwingen, sich zu bewegen. Der steht halt hier dumm rum. Ist dann eben so. Und muss dann halt eben dann nach dem Webinar dann halt passieren. Gut. So. Dann sollte jetzt hier, genau, das andere Bild wieder da sein. Also, ein bisschen langweilig vom Trading. Ist halt manchmal so, ne? Und ich hoffe trotzdem, irgendwie, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Waren ja auch viele, die was mitgenommen haben. Einige haben geskypt. Das, was ich halt, wo ich halt gesagt habe, so, ich langweile mich hier zu Tode, kann man natürlich auch skypen, aber muss man natürlich auch wissen, was man tut. Long, short, alles kreuz und quer, aber das ist ja auch heute völlig legitim. Also, sage ich an der Stelle mal Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und ja, Wolfgang, bist du noch da oder Ja, klar bin ich hast da. du den Kopf schon auf dem Ja. Tisch liegen? Nein, ich bin noch da. Ich bin noch Okay. da. Ja, Gut. vielen Dank. Ja, vielen Dank für deine Markteinschätzung. Ich denke, aufgrund der Resonanz, die wir bekommen haben, einige positive Trades mitgenommen. Ja, so schön. Ja, sehe ich genauso. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, und wünsche allen Teilnehmern einen erfolgreichen Handelstag und dir auch, Dirk. Und Ja, sehen uns Dankeschön. beim nächsten Mal wieder. Ja? Machen Angenehmen Tag. wir. Ja, Bis schönen dann. Gruß in die Runde bei FX Flat. Danke euch, ne, Mache ich hier für gerne. das Webinar. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.